Willkommen zurück zu Lucius. Ich habe mal kurz gespickt und zwar müssen wir jetzt in der Garage eine Sicherung finden. Damit wir wieder Strom im Dings haben hier. In unserem Häuschen, Gartenhäuschen. Unsere Garage müssen wir da lang. Hier aufmachen. Hier aufmachen. Na lang. Der cheatet ja, der guckt ja mal nach. Ja, was ist, dauert das so ewig? Bis ich da was rauskriege. Also gehen wir mal. Wir gucken. Sicherung. Ich guck mal, ganz ehrlich. So ein kleines Kackding. Wie soll man das finden? Das ist so lächerlich. Das Spiel, aber. Naja. Gehen wir mal. Ist richtig? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Warte. Weiß immer draus. Kleiner Umweg, aber passt schon. Hier lang, hier lang. Und raus. So, Mutter. Wie schaut's? Guck mal, ein Stein. Ich werde nochmal den. Ja, alle tot. So. Stecke ich den hier rein? Die Alte nervt. Vielleicht müssen wir es ja. Ein Ding ist ja auch ein Sicherungskasten, da müssen wir den da neu stecken. Und schauen. Wo waren das jetzt wieder? Ja, genau. Alter, Alter. Was für Wege. Kann man das lesen? Nein. Oh, ich hab einen Stein genommen. Licht. Ich habe es geschafft, die Sicherung zu wechseln. Die Hütte sollte Strom haben. Ich wette, ich bekomme jetzt ein paar der Maschinen dort drin zum Laufen. Lol. Charles hat Beweise gefunden. Muss dich beeilen. Oh mein Gott. Charles, nein! Ganz nur. Ich hoffe, ich bin mal falsch, oder? Irgendwie schon. Ach ja, hier, nee, was schon. Was schon. Ey, yo, Mutter! Was geht? Oh, es geht der Kompressor. Jetzt muss ich halt die Nagelpistole mit dem Buch laden. Wieder. Tickt schon aus. Ah, Max weg. Oh, guck, da war's. Hab's gesehen? Da kommt der Vater. Warte. Nancy. Charles hat wahrscheinlich die Leichen gefunden. Dadurch wird sein Geist noch labiler. Ich habe nur einen Versuch, bevor er meine Kräfte widerstehen kann. Ich muss kreativ werden. Which please. Ha! You don't get me, bitch. Jetzt kommen sogar die Polizisten, ne? Ha, wenn du schießt, da chillt. Headshot! Just got own bitch. Wie duschst der Chill einfach.
Was habe ich getan? Nein, nein, das kann nicht sein. Ich schwöre, ich war das nicht. Es war der Junge. Er ist der Antichrist. Wir haben alles gesehen. Es ist vorbei. Sie sind festgenommen. Nehmen Sie Ihre Hände weg! Bleiben Sie bei dem Kleinen. Ich verfolge ihn. Ich rufe Verstärkung. Er wich uns immer aus, bis wir ihn auf frischer Tat ertappten. Die Anzeichen seines sich verschlechternden Gesundheitszustandes waren eigentlich die ganze Zeit deutlich. Ich erinnere mich, wie ich sah, wie er den Abzug an dieser Nagelpistole betätigte. Ich spürte, wie die Zeit langsamer wurde, als der Nagel durch ihren Schädel schoss und Teile ihres Gehirns auf den Rasen spritzten. Ihr Körper fiel zu Boden wie eine leblose Marionette und alle Fragen, Geheimnisse und Verdächtigungen fanden ein Ende. Charles Wagner tötete sie direkt vor unseren Augen. Und als wir ihn festnehmen wollten, konnte er fliehen. Ich befahl dem Deputy, sich um das Kind zu kümmern, das Zeuge des schrecklichen Ereignisses war, und verfolgte den Täter. Dicht hinter ihm verlor ich die Kontrolle über den Wagen und krachte in einen Graben. Ich wollte den Deputy informieren. Möglicherweise fuhr Wagner zum Anwesen zurück, aber er war nicht zu erreichen. Als ich endlich dort ankam, war das Schlimmste bereits geschehen. Tja, der war auch tot, wa? Alle Einheiten sichern Sie das Gelände. Ein Verdächtiger ist auf der Flucht. Charles Wagner, Anfang 40. Vorsicht, der Verdächtige ist vielleicht bewaffnet und gefährlich. Genau der, Charles Wagner. Versuchen Sie auch, einen Kinderpsychologen herzuschaffen. Wir haben hier ein Kind, das Übles gesehen hat. In Ordnung, mein Junge. Was ich schon gesehen habe. Ja. Versuch dich zu entspannen. Meine Mutter, meine Mutter. Oh, ich bin die Super Nanny. Super Nanny. Kann ich das machen? Rumgucken. Und jetzt? Du musst einen Mensch kontrollieren, ja? Was soll ich hier machen? Ah. Was zum Teufel? Der Junge, schießt er da einfach. Ah, ich verstehe. Nehme ich denn die Dicken, Alter? Total crazy. Und jetzt? Was kann ich jetzt machen? Aha. Jetzt fällt der runter. Zack, 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 zack. Halt's Maul. Und. Wow! Oh, like a boss. Oh, was ein Idiot, ey. Fuck, Kopf ab! Ey!
Sie alle sehen ihn, der hatte seine Waffe. Köpf vom Ventilator. Halt die Fresse. Also so langsam muss es voll sein. Terence, er ist nicht allzu schlau. Der Detektiv ist hinter meinem Vater her und nun kann ich diesen Typen loswerden. Er glaubt, ich bin nur ein kleiner, unschuldiger Junge. Ob ich ihm ein wenig Angst einjagen kann? Er scheint sehr nervös zu sein, aber die Kreuze an der Wand beeinflussen meine Kräfte. Vielleicht kann ich seine gereizte Verfassung zu meinem Vorteil ausnutzen. Die Kreuze wurden zerstört. Ich kann fühlen, wie sich meine Kräfte langsam normalisieren. Es ist Zeit, wieder kreativ zu werden. Der Ventilator verwirbelt wild herum. Er wirbelt wild herum. Fehlt. Tickt schon nicht. Was ist jetzt? Fertig. Boah, lag. Tickt aus. Okay. Und jetzt? Jetzt ist ja keiner mehr da. Kommt jetzt der Typ wieder zurück. Das Ende ist da. Ist das jetzt schon die letzte Folge? Man weiß es nicht. Was muss jetzt noch kommen? Oida, jetzt tickt er aus. Tja, krieg ich mit der Priester was hin, ne? Fort, du heilloser Geist! Ich gebiete dir, dieses Kind zu verlassen! Halt die Fresse! Die Magd Christi bezwingt dich. Deine Mutter bezwingt dich gleich. Und was soll ich jetzt machen? Soll ich die abknallen? Na, komm, ruhig ran. Fickt schon nicht, ne? Bam! Ja, ist gut. Keine Zeitlupe. Keine Zeitlupe. Oh, der Wichser. Alter. Jetzt komme ich in Zeitlupe. Er soll nicht so sein. Oder? Katholische Rache. So. Boah, das sieht voll immer aus. Ja, ist gut. Zwei von drei Vätern. Oh, Schilder. Der Herr Wagner. Das Ende ist da. Es geht denn ab, Alter? Ha! Da
Da guckst du. Feuerlöcher. Hab ich aber Angst. Kehre zu den Höllen, Feuern zurück! Die Macht Christi bezwingt dich! Ich fürchte dich nicht! Alter! Voll weggecheckt, Alter! Voll gegen die Wand, Fotze! Junge! Okay, das wäre jetzt eine Überlängenfolge. Nö. Fick dich, Vater, fick dich! Kehre zu den Höllen, Feuern zurück! Die Macht Christi bezwingt dich! Wie will ich den töten? Ich fürchte dich nicht! Komm ruhig ran! Ich mach dich kaputt! Oh, wenn ich sie. Gut, mal die Plätze. Kehre zu den Höllen, Feuern zurück! Die Macht Christi bezwingt dich! Ich mach hier keinen Schaden, Mann. Zu den Höllen feiern zurück! Die Macht Christi bezwingt dich! Ich fürchte dich nicht! Okay. Wir beenden jetzt mal hier die Folge, dass sie zu lang wird. Wenn es nicht mehr so lang ist jetzt nachdem, dann mache ich auch aus eine Folge, wenn nicht, mache ich zwei Folgen. Also bis gleich oder bis zur nächsten Folge. Tschüss! Ja, willkommen zurück. Mein Vater hat mir eben nochmal kurz einen Headshot gegeben. Und ich weiß immer noch nicht, was ich hier... Oh, hier kann man was machen. Putsch! Ist auf den Dorf gefallen? Billig. Jetzt chillt er aus dem Haus raus. Das war das Ende. Aha. Shiver Games, Production Lead and Design, Jonathan Aikio, Heike Pulkine, Senior Artist and Animator, bla bla bla. Und da gibt's ja. Ja, das waren jetzt 20 Folgen, wenn ich mich richtig erinnere, von Lucius. Ja, also. Das Spiel ist schon geil gewesen. Bloß, ich fand's zum Let's Playen vielleicht ein bisschen scheiße, weil man ja immer so am Suchen ist die ganze Zeit. Hätte ich jetzt nicht immer zwischendrin mal geguckt, was ich machen sollte, hätten wir da einfach 100 Folgen dran rumgegammelt. Also. Gutes Game. Bis jetzt irgendwie ein scheiß Ende. Weil jetzt stehen die da, man weiß irgendwie nicht, was mit dem ist. Vielleicht gibt es einen zweiten Teil, wenn nicht, wäre es total bescheuert. Und wenn es einen zweiten Teil gibt, dann weiß ich auch nicht. Und ja, dass man jetzt irgendwie nochmal hätte sehen können, wie der Vater jetzt da zerquetscht wird oder so, weißt du? Naja, aber im Großen und Ganzen war es schon ganz cool. Das war jetzt eben da mit dem Feuerlöscher voll weggecheckt. Ja, also, danke, dass ihr mir zugeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zu dem nächsten Projekt. Ich lasse die noch laufen und könnt ihr euch ja angucken. Wenn nicht, wenn doch, doch. Also, tschüss. Microphone muted.